wieder aus meiner Werkstatt. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, was mache ich heute? Heute möchte ich euch gerne mal eine Holzverbindung zeigen. Ihr würdet sagen, ja, die ist ja alt, die kennen wir schon alle. Aber seit dem letzten Video, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, wo ich diese Gratverbindung gemacht habe mit Gratfeder und Gratnut? Da haben mich viele Kommentare erreicht, wo es hieß, oh, so eine alte klassische Holzverbindung finde ich gut. Und darum möchte ich gerne mal so eine kleine Reihe starten, die eigentlich, ja, was soll der Inhalt sein? Wo es um Holzverbindung geht, ganz einfach Holzverbindung. Mal so eine klassische Holzverbindung, wie zum Beispiel die Gratverbindung, die ich ja letztes Mal mit euch gemacht habe. Heute möchte ich gerne die Überblattung erklären. Ja, nicht gleich abschalten, es geht jetzt nicht um die Standardüberblattung, wie ihr sie wahrscheinlich zu Hause auch schon selbst mal gemacht habt. Das ist ja in der Regel so die erste Verbindung, die ich versuche, wenn ich anfange mit dem Basteln. Ja, die normale Überblattung halt, ja. Dann hat bestimmt jeder auch schon mal die Dübelverbindung gemacht, da werde ich nicht drauf eingehen, weil das ist wirklich nichts Schweres. Also ich möchte hier gerne mal so klassische Verbindungen zeigen. Es gibt ja so ein paar an der Zahl. Wenn ich mal drüber nachdenke. Ja, so 10 Stück bestimmt, die mir da so einfallen und die ich euch gerne mal in so einem Video, weil ich von einem anderen Video das Gefühl habe oder bekommen habe, dass da Interesse besteht hinsichtlich alter Holzverbindungen. Und da möchte ich euch gerne mal was zeigen. Ja, ich habe mir gerade ein paar Stücke hier zurechtgeschnitten und möchte also heute mal die Verblattung zeigen. Natürlich ist die klassische Verblattung, wie wir sie wahrscheinlich alle kennen, ich erkläre sie aber gleich nochmal, mit drin. Aber wir wollen auf diese klassische Überblattung im Rahmenbau noch ein i-Tüpfelchen oben drauf setzen. Das kann man nämlich und das zeige ich euch. Ich suche mir was zum Aufmalen. Ihr kennt mich, ich zeichne immer gerne was auf. Gucken und dann geht es gleich weiter. So, jetzt könnt ihr mich zwar nicht sehen, aber jetzt kann ich euch mal die klassische Überblattung aufmalen. Und zwar, wie so eine klassische Verblattung aussieht. Wir haben also zwei Hölzer, die wir über Eck zusammenbringen wollen. Also das ist eine klassische Überblattung über Eck. Das heißt, es gibt ja die Möglichkeit, wie wir es halt kennen und sicherlich auch jeder schon gemacht hat, das ist jetzt das Stück Holz und wir wollen das hier mit einem weiteren Stück Holz auf der Ecke verbinden. Da. Ja. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Die üblichste und die wahrscheinlich auch schon oft von euch gemacht worden ist, ist also die Dübeltechnik. Hier in Dübel rein, fertig. Wollen wir heute aber nicht. Wir wollen ja mal etwas Besseres machen, das ist also die Überblattung. Wenn wir uns jetzt dieses Stück Holz mal seitlich angucken, sieht die Überblattung dann so aus. Wir nehmen von dem Stück Holz die Hälfte der Stärke weg. So, oh, wunderbar. Läuft gut mit. So. So sieht das Ganze dann aus. Also wir nehmen von der Gesamtstärke, also von dieser hier, von 40 mm von mir aus die Hälfte weg, haben wir hier, dann bleiben hier noch 20 übrig und 20 nehmen wir weg. Das ist also so der Grundstein der Überblattung. Nun kommt das nächste Stück Holz, also diese Eckverbindung. Wenn wir da dasselbe wegnehmen, passt das nachher genau hier rein. Also so. So haben wir hier ein Stück Holz und hier halt das andere, was da drauf liegt. Ist jetzt nicht ganz genau gemalt, also genau die Hälfte natürlich. Sehen wir aber gleich, wenn wir das Projekt starten. Welchen Vorteil hat das Ganze? Wir haben hier eine vergrößerte Leimfläche. Wir können da mehr Leim aufbringen, als hier bei dieser kleinen Dübeltechnik. Ja? Da kommt mehr Leim ins Spiel, was besser abbinden kann. Und wir haben größere Flächen, die wir miteinander verbinden. Hier haben wir ja bloß wirklich diese kleinen, schmalen Flächen. Hier haben wir komplett auf Rahmenbreite die Fläche, die wir verleimen können. Diese Verbindung wird sicherlich Druck von hier, also nach da, wird es uns hier aufreißen, wenn wir dasselbe mit einer Überblattung haben, also so.
So, wir haben hier jetzt die Überblattung. Wird uns das nicht passieren. Ja? Die Überblattung ist also ein bisschen mehr druckstabiler als so eine Dübelverbindung. Ja? Wenn ich hier Druck drauf bringe, habe ich hier die komplette Leimfläche, die den Druck standhält. Hier habe ich nur den ein bzw. zwei Dübel. Diese Geschichte kann sicherlich jeder, hat das schon jeder gemacht. Jetzt wollen wir das Ganze ein wenig verfeinern, und zwar möchte ich diese Überblattung auch noch zusätzlich auf Gärung machen. Und zwar so. Gut, so soll es am Ende aussehen. Wir machen eine Standardüberblattung, aber mit einem Gärungsschnitt. Ja, fällt auch weg. Ja? Gut, das will ich euch heute zeigen, wie das funktioniert, warum man diese Verbindung macht, zum Beispiel bei einem Rahmen, Bilderrahmen. Ich stelle euch mal wieder ein bisschen zurück. Ja. Wann macht man diese Verbindung, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bilderrahmen macht und sich dafür für die normale 45 Grad Schmiege entscheidet, da ein bisschen Leim dran macht und die beiden Schmiegen zusammenfügt. Jetzt ohne Dübel hält das Ganze, wissen wir. Bloß der wirkliche Leim, den wir haben, also den sogenannten Weißleim, der hält zwar, aber hält nicht so gut wie Knochenleim an diesen Verbindungen. Der Knochenleim wäre dafür natürlich idealerweise, ist halt ein Naturprodukt. Unser Weißleim ist eigentlich auch ein Kunststoff, kann man sagen, und wir kleben hier, ich will nicht sagen mit Kunststoff, aber so ungefähr kann man es sehen, und somit haben wir keine gute Leimfläche. Das ist natürlich anders auch bei unserem Weißleim, wenn wir Längsholz auf Längsholz leimen, also die Langfasern mit den Langfasern verleimen, hält das gut. Haben wir aber eine Langfaser und die wollen wir verleimen mit der Stirnholzseite, also mit der Stirn, das hält nicht so gut. Ja, da kriegt man schlecht eine super Verbindung hin. Dasselbe Prinzip haben wir natürlich auch beim 45 Grad Schnitt. Wir schneiden also die Holzfasern zwar schräg ab, hier auch, somit werden die Holzfasern längs aufgeschnitten. Der Leim kann zur Hälfte in die schräg aufgeschnittenen Holzfasern eindringen und hält zwar, aber das ist jetzt keine sehr bruchstabile Verleimung, auch die kann aufbrechen. Was wir halt bei langen Holzfasern nicht haben, das hält bombastisch. Man sagt, eine Leimfuge bricht niemals wieder an der Leimfuge auf, wenn sie gut verleimt ist. Das ist auch so. Bloß bei diesen hält das alles nicht so. Sonst müsste man ja keine Dübel damit einbringen. Also es ist ja ganz eindeutig, dass diese Verbindung nicht so gut ist. Die Überblattung, die ich euch jetzt zeige, ist einfach nur zu dieser 45 Grad Geschichte. Dass wir eine größere Leimfläche haben. Wir haben jetzt nicht nur die reine Gradverbindung als Leimfläche, sondern auch die Überblattung, die dazu kommt, noch als Leimfläche dazu. So kann man, ja, früher gab es halt keine Dübel, darum gab es halt diese Verbindung, dass man eine Überblattung auf Gärung macht. Somit hat man eine größere Leimfuge. Der Knochenleim hatte mehr Angriffsfläche, möchte ich es mal nennen, und mehr Abbindefläche, und somit hatte man eine stabilere Rahmenverbindung. Ja, das wollen wir jetzt machen. Fangen wir an. Ich habe jetzt hier meine beiden Hölzer zurechtgeschnitten, die ich miteinander verbinden möchte. Da könnt ihr es sehen, da sind sie. Die sollen jetzt mit der klassischen Eckgratverbindung, Ecküberblattungsverbindung, möchte ich sagen. Also wir wollen hier eine Überblattung machen und das auf der Ecke. Also eine Ecküberblattung, so ist richtig, Mann. Ich werde euch zeigen, wie auch die standardmäßige Überblattung funktioniert, weil einige vielleicht das noch nie probiert haben und gerne mal selber machen wollen. Darum gehe ich da auch ein bisschen drauf ein. Ich habe meinen Stift gelassen, wieder weg, wie immer. Immer. Na, wo ist er? Da, da ist der versteckte Bursche. Was mache ich jetzt? Habe ich ja gerade kurz besprochen. An diesem Stück die Hälfte wegnehmen. An diesem Stück die Hälfte wegnehmen. So, dass es nachher übereinander passt. Ja, damit ich das da drauf legen kann. Also hier muss das hier weg. Da muss das hier weg. Das hier.
dann passt das beides zusammen und wir haben später wieder eine Flächenverbindung auf einer Höhe. Das soll das Ziel sein. Das ist die klassische Überblattung auf der Ecke. Man kann sie natürlich auch irgendwo mittendrin machen, also die Kreuzüberblattung, aber hier machen wir es halt auf der Ecke. Darum ist es eine Eck-Überblattung, ja? So machen wir es. Ich werde das Ganze aufschneiden. Was muss ich dabei beachten? Wir müssen wirklich zwei identische Hölzer haben. Von der Breite und von der Höhe. Wenn ich die Hölzer mache, sollte ich, wenn ich mich für diese Verbindung entscheide, natürlich sehen, dass ich diese Höhe auch gut durch zwei teilen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier 45 mm nehme, ist es ein bisschen blöd einzustellen. Ist machbar. Gehe ich aber hier auf 44 oder 46, kann ich natürlich besser auf durch 2 durchteilen. Und somit kann ich das besser an der Säge einstellen. Diese Breite kann ruhig variieren, da kommt es ja nicht so drauf an. Wichtig ist halt nur, die Fläche, die wir teilen wollen, dass wir da eine gerade Zahl nehmen. 44, 46, 48, 20, 22, ihr wisst, was ich meine. Ja? Das ist wichtig. Dann können wir es besser an der Kreissäge einstellen. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr solche Einstellhilfen benutzt, um die Tiefe oder Höhe eures Sägeblattes einzustellen, auch hierzu werde ich mal ein Projekt machen, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich damit sagen will, das Stück Holz kann ich auch hier mit meinem Messschieber messen, ja, kann ich, dann weiß ich das, dann stelle ich das Sägeblatt auf die Höhe ein, es kann aber sein, dass es dann nicht ganz korrekt stimmt. Dem kann ich einfach aus dem Weg gehen, wenn ich meine Messlehre nehme, das Stück Holz auf meinen Arbeitstisch lege von der Säge und messe damit meine Höhe. Ja? Ja. Ja? Jetzt kann ich hier gut abmessen, sind 44 mm auf diesem Tisch und jetzt kann ich einfach mit derselben Messlehre mir meine 22 hier einstellen. Und ich habe somit dieses Problem nicht, dass ich von einem Zollstock auf den anderen vielleicht Maßänderungen habe oder dass meine Einstelllehre vielleicht nicht ganz übereinstimmt mit meinem Zollstock. So kann ich dem Problem aus dem Weg gehen. Ja? Ich messe das mit meiner Messlehre direkt hier am Tisch, lege es drauf, stelle es ein, 44 und weiß dann, wenn ich diese Lehre wieder benutze, ist ja derselbe Zollstock in dem Moment, dieselbe Maßeinheit. Lege ich sie hier drauf, stelle das Sägeblatt auf 22 runter und dann müsste es hier passen. Ich habe dann also nicht zwei Messverfahren, möchte ich sagen, oder zwei Messhelfen, Hilfen. Also einmal habe ich ja hier meine Schiebelehre, die ich nehmen kann. Die ist natürlich deutlich genauer als meine selbstgemachte mit dem Zollstock hier. Ja? Das ist klar. Aber wenn ich ein und dieselbe Messlehre nehme, kann es ja nur passen. So mache ich immer, habe ich immer sehr gute Erfolge mit, ohne dass ich dann bei einem zu viel weggenommen habe oder zu wenig weggenommen habe. Dann habe ich nachher auch eine bündige Verbindung. Da wollen wir mal anfangen. Dann stelle ich mal alles ein, dann schneide ich eine Verbindung und dann schalte ich euch wieder dazu. Beim Schneiden selbst, bei dieser einfachen Verbindung, kann man schon am Ergebnis erkennen, wie es geht. Das ist keine große Kunst. Also so mache ich das mit der Höhe und habe dann kein Messversehen durch mehrere Messinstrumente, möchte ich sagen. Ob ich jetzt einen Zollstock benutze oder die Schieblehre und dann an der Maschine doch meine Einstellhilfe benutze, kann ich doch gleich mit der Einstellhilfe machen. Okay, Tiefe habe ich eingestellt, habt ihr gesehen. Jetzt müssen wir noch eben festlegen, es kommt doch immer darauf an, wie und womit schneide ich diese Verbindung. Wenn ich sie jetzt in meiner Kreissäge schneide, lege ich sie also so an den rechten winkligen Anschlag und würde jetzt so
natürlich anfangen zu schneiden. Wie weit muss ich hier schneiden von dem Sägeblatt weg? Das kann man auch ganz einfach einstellen. Und zwar muss ich ja die volle Holzbreite schneiden. Und das muss ich halt natürlich auch noch an meinem Anschlag einstellen, sage ich euch. Ich mache es so, ich nehme ein Stück Holz, hole mir meinen Anschlag her und könnt ihr es überhaupt sehen? Ja, sollte klappen. Ich stelle euch gleich ein bisschen rüber. Stelle das Ganze mir jetzt so ein, wie es sein muss. Bitte hier ein bisschen auf Genauigkeit achten. In der Regel mache ich den Rahmen insgesamt 1 bis 2 mm größer, als er sein soll. Warum? Damit diese Verbindung nachher ein bisschen übersteht. Da kann ich die noch ein bisschen bündig schleifen. Das ist immer recht praktisch. So, ein ganz bisschen noch. Das ist das Schöne an diesem Anschlag. Ich habe hier noch eine Feineinstellung. So kann ich wirklich komplett die Einstellung hundertprozentig vornehmen. Obwohl die Maschine auch schon so alt ist, ist sie echt in der Hinsicht schon sehr gut. Die Einstellung ist auch somit erledigt und wir schneiden jetzt genau die Breite. Das Sägeblatt muss halt mitberechnet werden, sonst fehlt das am Ende. Jetzt schneide ich natürlich nicht so, sondern ich schneide so und möchte also so das Stück Holz an der Säge vorbeiführen. Der Anschlag sorgt jetzt dafür, wie tief ich schneide, um wirklich exakt die Breite zu schneiden. Man darf so in diesem Fall wohl schneiden, weil ich ja nicht komplett durchschneide. Wenn ich aber dieses Stück Holz durchschneiden würde, hätte ich jetzt hier den kleinen Klotz liegen. Der kommt hier an den Hinterzahn. Der Hinterzahn hat ja die aufsteigende Richtung und der Klotz würde sich verkeilen und sich einklemmen. Darum gewöhnt euch gleich ein an, auch bei dieser Verbindung den Anschlag, soweit es möglich ist bei euch, zurückzuziehen, so dass das Sägeblatt frei liegt. Jetzt kann ich ja mein Maß nehmen, lege ich da an, schneide ein und fertig. Ich brauche ihn ja eigentlich nur bei dem ersten Schnitt, damit ich halt hier wirklich die Tiefe habe. Gut, ich zeige euch das Ergebnis. So, das war der erste Schnitt von dem ersten Stück und jetzt schneide ich die zweite Seite, das geht in dieser normalen Überblattung genauso, ja? Okay, das haben wir. Ich habe jetzt auch das zweite Stück geschnitten, da an dem Anschlag nochmal schön hin und her ziehen, dann passt das wunderbar. Und somit ist jetzt auch das zweite Gegenstück fertig. Da sind sie beide. Wenn man sie natürlich nebeneinander legt, muss es genau identisch sein. Ein bisschen verschoben da hinten, okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Von beiden Stücken muss also die Hälfte weggenommen sein. Und jetzt kann ich sie so zusammenfügen. Ihr seht, es ist eine passende Überblattung. Das ist die klassische Überblattung auf Eck. So sieht sie aus. Hat jetzt den Vorteil, ich habe jetzt eine große Leimfläche, wo ich viel Leim aufbringen kann und habe somit eine sehr formstabile Verbindung, die auch so ganz schön Druck aushält. Ja? Also auch in diese Kante, wenn jetzt so Druck kommt,
sehr viel hält, was ein Dübel, der einfach stumpf davor gedübelt ist, nicht halten kann. Ja? Formstabile, schöne, klassische Überblattung. Da liegt sie. Sieht gut aus und ist halt, ja, sieht ein bisschen mehr nach Handwerk aus. Die klassische, einfache Überblattung. Zweck der ganzen Sache, Vergrößerung der Leimfläche und Stabilität der Ecke. Jetzt machen wir das Ganze, oder sagen wir so, wann macht man dieses hier? Man macht es bei einem Rahmenbau, wo es halt drauf ankommt, wenn man Türen macht, geht einfach der Rahmen rechts und links bis nach oben durch und das andere kommt quer davor. Jetzt machen wir das Ganze für einen schöneren Rahmen und dann kann man das Ganze auf Gärung machen. Das muss man sich mal angucken, weil das nicht ganz so einfach ist. Das ist nicht ganz so einfach. Wir nehmen wieder von beiden Seiten die Hälfte weg, wie bei der Standardüberblattung, der klassischen Ecküberblattung. Machen wir jetzt bloß eins. Wir lassen hier bei diesem Stück jetzt 45 Grad stehen. Das heißt, wir schneiden jetzt nicht mehr gerade, sondern auf 45 Grad. Somit hat man eine schöne auf 45 Grad Verbindung auf der einen Seite und man hat aber auch mehr Leimfläche. Das ist der Vorteil bei dieser Verbindung im Gegensatz zu Dübeln oder zu einfachen 45 Grad Verbindung. Okay. Die Einstellung brauche ich nicht großartig ändern, also die Höhe des Sägeblattes passt ja. Ich nehme dasselbe Holz bloß auf der anderen Seite jetzt und dann sehen wir gleich mal deutlich den Unterschied. Also, ich richte euch nochmal nach unten. Dieser Anschlag, der jetzt hier genau auf 90 Grad steht, stelle ich jetzt auf 45 Grad ein, weil wir 45 Grad schneiden wollen. Und dann geht das ganze Prozedere von vorne los. Nun habe ich mal den Anschlag, meinen Queranschlag, der sonst 45 Grad zum Sägeblatt steht, auf 90 Grad, jetzt auf 45 Grad eingestellt. Ihr seht es, hier habe ich jetzt einen 45 Grad Winkel und möchte jetzt ja, wie bei dieser Seite, eine Überblattung machen, bloß auf 45 Grad. Ich darf aber, oder ich muss sozusagen, genau diesen Punkt treffen hier außen, da. Da kommt es drauf an, diesen Punkt. Den muss ich mir vorher anzeichnen, das mache ich eben. Nämlich sonst wird das nichts. Ich muss genau auf der Ecke auslaufen. Ja, da habe ich ihn. Ich ziehe mir diesen Punkt nach vorne, so mache ich das immer. Da muss das Sägeblatt laufen. Das wäre der erste saubere Schnitt auf 45 Grad. Ich muss euch mal ganz kurz rüberstellen, weil ihr da noch mit auf dem Schiebeschlitten steht. Dann wollen wir mal den ersten Schnitt machen. Ich achte jetzt nur, dass dieser Strich stehen bleibt, aber von dieser Seite vom Sägeblatt. So, ihr habt gesehen, ich habe jetzt 45 Grad die Hälfte weggenommen. Somit habe ich hier nachher meine 45 Grad Schmiege, aber auf der Rückseite behalte ich meinen geraden Schnitt. Jetzt muss ich umdenken, sonst passt es nämlich gleich nicht. Jetzt im ohne Krach. Hier habe ich jetzt, wie bei der normalen Gradverbindung, haben wir ja gerade eben gemacht, die klassische, einfach Hälfte weg, Hälfte stehen gelassen. Das habe ich jetzt auf der anderen Seite auch gemacht, nur
M45 Grad Schnitt, ja? Kriegt, glaube ich, jeder hin. Wisst ihr, wie es geht? So, jetzt müssen wir das Gegenstück dazu machen. Das Gegenstück ist eigentlich quasi das hier. Ja? Wir schneiden also wieder uns eine ganz normale Verbindung, wie wir sie kennen. Hier haben wir sie. Und diese hier werde ich jetzt passend hierzu auf 45 Grad schneiden. Passt ja so noch nicht. Hier muss ja auch ein 45 Grad Schnitt dran und das zeige ich euch eben. Und dann ist auch diese Verbindung eigentlich fertig. Ihr müsst natürlich jetzt darauf achten, ob ihr jetzt so rumschneidet oder so rumschneidet. Ja? Das muss natürlich nachher von der Gradzahl auch passen. Nicht, dass ihr nachher verkehrt schneidet. Okay, so sieht jetzt das Gegenstück aus und wenn jetzt alles passt, dann ist alles gut. Somit kann ich diese beiden Teile auf 45 Grad zusammenfügen. Den Vorteil, den ich habe, wenn das jetzt zum Beispiel eine Schranktür ist oder so, habe ich von hier meine schöne 45 Grad Ansicht, ja, sieht nicht so plump und einfach aus. Ja, ein bisschen zurechtschieben, so zack, da ist sie, unsere 45 Grad. Wenn man aber von innen guckt, haben wir unsere normale Rahmenverbindung. Ja. Von außen ein bisschen schicker mit 45 Grad. Von innen, wo man es nicht sieht, haben wir eine ganz normale Rahmenverbindung. Und es ist aber standardgemäß eine ganz normale Überblattung. Wie ihr seht, der Vorteil dieser Verbindung ist, sie ist ein bisschen was fürs Auge. Auf der einen Seite, auf der guten Seite, wie man sieht, haben wir eine schöne 45 Grad Verbindung. Von innen sieht es auch nicht schlecht aus, kann man ja nicht sagen. Da haben wir aber die Standard Rahmenverbindung, also das aufgeht, das durch, das aufrechte geht durch, das andere geht da rein. Von innen sieht es auch so ein bisschen aus wie eine Dübelverbindung. Es sei denn, man guckt mal auf die Stirnseite, da sieht man eine Verblattung. Wenn man dann von außen guckt, haben wir sogar das Besondere an dieser Verbindung, halt diese 45 Grad Überblattung. Ja, ein wenig komplizierter zu machen, man muss da wirklich aufpassen, nicht, dass man da hier vor allen Dingen beim 45 Grad Schnitt verkehrt abschneidet, dann hat man nämlich Elend. Ich habe jetzt gerade kein Stück hier, weil dann passt es nicht, könnt ihr euch ja denken, 45 Grad muss passen. Macht euch immer ein Musterstück bei sowas, damit da nichts schief geht. Vorteil dieser Verbindung, wir haben mehr Leimfläche. Ja? Wir haben jetzt keine einfache, stumpfe 45 Grad Verbindung. Nein, wir haben dahinter richtig noch ein bisschen Holz. Wir können die ganze Kante mit Leim ausfüllen und haben vorne 45. Von da ganz normal mein Rahmen. Von hinten, der Fall doch weg. Von hinten haben wir unseren ganz normalen Rahmen von der Überblattung. Ja, das war's zu dieser Verbindung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken und habt wieder was lernen können. Eine nicht ganz standard und übliche Überblattung, die aber ein bisschen mehr hermacht. Und Vorteile habe ich erzählt. Wir haben mehr Leimfläche und es sieht einfach mal interessant aus, ist nicht so eine Standardverbindung. Dübeln kann jeder, eine Überblattung kann auch jeder, ist keine Kunst, Hälfte weg, passt. Aber hier muss man schon ein bisschen denken, hier muss man halt die Hälfte auf 45 Grad wegnehmen. Der Rest muss auch auf 45 Grad geschnitten werden. Wenn man da nicht exakt arbeitet, passt sie nicht, das muss man so sagen. Das ist so eine kleine Herausforderung zur normalen Eckverblattung, möchte ich sagen. Könnt ihr mal probieren.
sieht im Möbelbau gut aus. Wenn man daraus Türen macht, hat man von vorne eine schöne 45-Grad-Verbindung, die man in der Regel ja dübeln würde oder mit einem Flachdübel verbinden würde. Wie gesagt, sie ist viel belastbarer, weil wir hier mehr Fläche haben und somit ist diese Ecküberblattung auf Gärung, so heißt es, natürlich viel stabiler. Werdet ihr, glaube ich, fast nicht mehr sehen. Wirklich fast werdet ihr diese Verbindung nicht sehen. Weil sie ist in einer Hinsicht zwar leicht, es ist ja bloß die Hälfte wegnehmen, aber viele sich hier schwer tun mit dieser 45-Grad-Verbindung. Es ist nicht einfach. Einmal falsch abgeschnitten, dann ist es Kacke. Ja? Ja, ich heb das Stück eben wieder auf. So ist sie halt. Unsere klassische Verbindung. Eine alte klassische Verbindung. Schön anzusehen. Werdet ihr selten sehen. Beziehungsweise gar nicht mehr. Ich glaube, die Verbindung wird schon gar nicht mehr gemacht. Ist eigentlich schade drum. Sie ist eigentlich nicht kompliziert. Das kann jeder mit einer einfachen Kreissäge machen. Man braucht da nicht großartiges Werkzeug. Bloß ein bisschen Verstand und Grips. Und schon haben wir eine schöne, formstabile 45-Grad-Ecke mit vernünftiger Leimfläche. Und wir haben sogar zwei verschiedene Bilder. Wir haben hier die normale Rahmenverbindung. Ja, da habt ihr sie. Und von hier die 45 Grad. Ja, das war's zu dieser Verbindung. Mal was anderes auf meinem Kanal. Das wollte ich eigentlich gerne bei so einigen Verbindungen noch machen, bei alten Verbindungen. Diese hier habe ich auch schon gemacht, natürlich, sonst könnte ich es ja nicht und wüsste es ja auch nicht. Ist halt eine schöne Verbindung. Wann wird sie gemacht? Wenn die Rahmen größer werden und die einfache 45 Grad Verleimung nicht hält oder so halt Druck drauf kommt, haben wir mehr Möglichkeiten. Ja, ja. Gut. Das soll es für heute sein. Die einfache Standardverbindung Überblattung mit 45 Grad Anschnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst einen Daumen hoch oder einen Daumen nach unten und vergesst nicht abzuschalten. Bis zum nächsten Mal.